Moin Freunde und herzlich willkommen zum zweiten Semifinale zwischen Kuopio Kalpa und dem Gastgeber, dem HC Davos. Zuvor haben wir schon eine Partie gesehen und zwar ja, Team Kanada unterliegt dem HK Metallurg Magnitogorsk und die ziehen damit ins Halbfinale ein. In Wirklichkeit die Thomas Sabo Ice Tigers bravourös heute Mittag dieses Spiel gewonnen. Dementsprechend steht man im Halbfinale gegen Kanada. Und ja, wie es hier weitergeht beim virtuellen Spengler Cup, das werden wir heute und zwar jetzt erfahren. Folge kam ja etwas später, erst jetzt um 20 Uhr. Aber nichtsdestotrotz, es wird weiter spannend. Spengler Cup kommt in Fahrt nach der letzten Partie. Haben wir gesehen, dass die Tore doch noch fallen können. Und der HC Davos heute zu Hause wieder einmal gefordert. Man darf sich jetzt keinen Fehltritt mehr erlauben, denn das wäre gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem hauseigenen Turnier. Und ich denke, das sind sie sich durchaus bewusst. Zieht allerdings erstmal die Strafzeit und die erste Überzahlsituation geht an Kalpa Kuopio, dem Verein aus Finnland, und Anton Rödin mit der 2-Minuten-Strafe. Knapp 3 Minuten hier gespielt in diesem ersten Durchgang. Natürlich noch nichts aussagend und Lindbäck mit der ersten guten, wichtigen Parade hier in dieser Unterzahl. Wichtig wird für beide Teams sein, hier von Anfang an wirklich Gas zu geben. Den Gegnern entsprechend zeigen, wer hier das Heft in die Hand nimmt. Nur einer von eben diesen Mannschaften kommt am Ende ins Halbfinale. Und wer das sein wird, das wollen wir jetzt ausspielen. HC Davos noch 1 Minute in Unterzahl. Bislang konnte man diesem Spiel hier sehr gut entgegenstehen. Aber die Chance ist da und Lindbäck. Weltklasse-Parade. Mit der Fanghand hat er gut gesehen, verhindert die frühe Führung von Kalpa. Scheibe ist wieder raus, gut befreit. Wichtig natürlich. Aus Sicht des HC Davos. Aber wieder in der Offensive. Davos gleich wieder komplett. Cantola auf Güner. Chance war theoretisch da. Der HC Davos ist wieder komplett und kann nun voll in die Offensive agieren. Aber jetzt erstmal das Tor für Kalpa Kuopio. Die Führung für die Mannschaft aus Finnland durch Frank Gümer. Nicht unverdient dieses Tor. Und da haben sie weiter Druck gemacht, nachdem der HC Davos wieder komplett war. Und dieser Druck wird ausbezahlt mit dieser 1:0-Führung. Schöner Spielzug und weiter geht's nach vorne. Wieder Gümer. Cantola auf Jokinen. Sie lassen hier die Scheibe gut flitzen. Leskinen. Aber gut von Rödin. Und die erste Möglichkeit für die Hausherren, für den HC Davos. Gut geblockt vom Torhüter. Und es bleibt bei der 1:0-Führung für Kalpa Kuopio. Nächste Schussmöglichkeit wieder für Davos, die jetzt etwas besser in die Partie reinkommen. Hälfte des ersten Durchgangs ist vorbei. Aber auf der anderen Seite muss man ebenfalls wieder höllisch aufpassen. Kalpa ist
wirklich abschlussfreudig. Und dieses Mal wird es eine Strafzeit geben gegen Kalpa Kuopio. Stockschlag, da ist Hische. Schön, wie er da die Scheibe noch laufen lässt. Kommt sogar noch zum Abschluss. Und die Strafzeit wegen Stockschlags. Und die erste Überzahlsituation für Davos. Gute Möglichkeit jetzt für die Hausherren. Erste gute Möglichkeit, aber Gottlar, der macht bislang ein hervorragendes Spiel in diesen ersten knapp 13 Minuten. Und Davos scheitert an Jokinen und Gima. Und sie versuchen hier über Corvi und über Sandell ihr Spiel zu machen. Corvi mit der Rückhand. Auch eine sehr gute Situation. Die hätte durchaus was werden können. Aber Wilson sorgt für die Befreiung. Das müsste das Ende der Strafzeit sein, die man hier ohne Folgen übersteht. Zumindest bis hierher. Nächste Strafzeit gegen Luis Tarinen. Hier nochmal zu sehen, der Zweikampf will er der Scheibe nachsetzen, trifft wieder den Davoser am Handgelenk. Und das ist natürlich völlig zu Recht die Strafzeit entsprechend. Also jetzt immer noch die Überzahl. Der HC Davos hält die Scheibe drin über Ashley Mann und Pestoni. Und die Chance für den HC Davos. Also, sie drücken hier wirklich in die Offensive und sie wollen, und das sieht man, den Ausgleich so schnell wie möglich hier bewerkstelligen. Wieder der HC Davos, aber Gottlar ist bislang wirklich sicher in der Verteidigung. Machen es den Davosern nicht einfach. Aber noch jede Menge Zeit. Bringen die Scheibe erstmal raus. Wichtig natürlich. Scheibe kommt rein. Rödin, das Pestoni wird gestört. Kurz vorm Abschluss. Pestoni abgelegt. Davos nähert sich dem Tor über Rödin. Nächste Möglichkeit, aber Gottlar, der lässt da im Moment nichts anbrennen. Gründal, wieder Scheibe raus nach vorne. Kalpa zwischenzeitlich wieder komplett. Und Jokinen sofort in die Offensive. Sofort wieder das Gegenfeuer eröffnen. Wenn man hier 2:0 nachlegen kann, das ist schon mal eine ganz andere Schippe. Sollte das gelingen. Kalpa weiterhin im Vorwärtsgang. Sobald sie wieder 5 gegen 5 spielen, sind sie unheimlich stark. Und so bleibt es nach den ersten 20 Minuten beim 1:0 für Kalpa Kuopio. Also noch nichts Aussagekräftiges, trotzdem guter Start für Kalpa Kuopio in dieses Spiel. Es geht immerhin um den Einzug ins Halbfinale. Und den hätten, glaube ich, definitiv gerne beide Mannschaften. Für den HC Davos sogar noch einen Ticken mehr, nehme ich an. Gerade weil es ja wirklich eine
ja, ein Turnier zu Hause ist. 9:8 Schüsse, also beide Teams offensiv unterwegs. Kann man da auf jeden Fall niemandem einen Vorwurf machen, als würden sie nicht kämpfen. Und wieder der HC Davos. Aber Fehlpass und Cantola kann da in die andere Richtung. Immer noch Cantola. Jetzt hat er die Scheibe voll an Dubois. Kurz vorm Abschluss tut sich der HC Davos jetzt im Moment doch ein bisschen schwerer. Und Kalper über Leskinen mit der Schuss. Und Rödin bringt Lindberg dann noch mal ganz kurz in Verlegenheit. Allerdings, der meistert das souverän. Es bleibt spannend. Es macht sehr viel Spaß, hier zuzuschauen. Mannschaften spielen offensiv. Verstecken sich nicht. Und das sieht nach einer ordentlichen Partie aus. Wieder Kalper, Lapperleinen. Der HC Davos wieder im Ansatz stecken geblieben. Das ist so ein wenig das Manko aktuell. Und Lindbäck, direkter Gegenzug. Und die nächste Möglichkeit für die Mannschaft aus Finnland. Das kann hier eine ganz heiße Kiste werden. Nächste Möglichkeit. Und die Strafzeit dieses Mal gegen den HC Davos. Gegen den Mann mit der Nummer 70. Und das ist Enzo Korvi. Zahlspiel für Kalpa Kuopio. Die könnten jetzt knapp die Hälfte der Partie vorbei. Die könnten jetzt mit einem Powerplay-Tor hier richtig, richtig Ärger machen. Aber die nächste Strafe folgt auf dem Fuß. Und das wird den HC Davos hier doppelt bitter treffen. Texier, Cantola. 6-4 aktuell Torhüter von Kalpa ist raus. Lapperleinen, Leskinen, Gima. Schöne Drehung jetzt. Davos am Puck und das ist aber eine bittere Entscheidung. Doppelte Unterzahl für etwas weniger als eine Minute. Und die gilt es jetzt natürlich zu überstehen. Diese doppelte Unterzahl kann dem HC Davos sehr, sehr gefährlich werden. Insofern Kalpa diese nutzen kann. Und können tun sie das definitiv. Lapperleinen. Die nächste Chance, aber Lindbäck presst nach vorne und spielt hier aktiv mit. Verhindert die Möglichkeit zumindest zum Rebound. Aber es bleibt trotzdem sehr, sehr spannend. Scheibe erstmal raus. Wichtig für den HC Davos, Korvi. Lange Scheibe auf Jokinen. Der kann das Spiel schnell machen, aber verpasst. Lindgren, Dubois, Ambühl. Der HC Davos in Unterzahl, setzt sich vorne fest. Das ist das beste Mittel. Sie sind komplett, bleiben hier ohne größere Folge. Und das könnte aufbauend sein. Aber die nächste Strafe folgt auf dem Fuß. Und das ist etwas Undiszipliniertheit.
die am Ende tatsächlich in die Hose gehen kann. Also, erneut die Unterzahl für den HC Davos. Erneut die Chance für Kalpa Kuopio. Wilson bringt die Scheibe da in Richtung Torhüter. Cantona abgeblockt. Gut gesehen vom Schweizer Torhüter. Aber noch ist hier alle Möglichkeit da. Nächste Chance, Lindbergh. Wieder Weltklasse-Parade. Hält die Davoser hier absolut im Spiel drin. Noch sind es 50 Sekunden. Davos über Lindgren. Scheibe weg. Sehr gut gemacht. So muss es sein. Und Davos hier fast noch mit der Möglichkeit auf das Unentschieden. Aber Jokinen und Lindberg, wenn auch im Nachfassen, gute Parade. Es bleibt ein wenig hängen hier beim 1-0. Beide Teams wollen nicht zu viel in die Offensive gehen. Man will den Fehler nicht machen, will lieber den Gegner hier agieren lassen. Kalpa fährt mit dieser Situation im Moment ganz gut. Und jetzt der HC Davos wieder zu 5. Listorainen. Chance ist da und wieder Lindberg. Für den ist das natürlich sehr wichtig, dass er hier an diesem nur 0:1 festhält. Und wieder Kalpa Kuopio. Die bauen hier wirklich Druck auf. Die machen wirklich die Offensivpower im Moment. Aber die Chance für den HC Davos. Und da muss man hin. 4,5 Minuten noch im ersten Durchgang, im zweiten Durchgang. Und da muss man definitiv hin. Die Offensive, die muss man langsam aber sicher in Fahrt bringen. Und wieder Davos. Mit der Chance über Pistoni, Rückhand und Gottler. Wieder eine gute Chance, hier nochmal die Übertorkamera, aber Gottler steht da wirklich hervorragend und verhindert einen Treffer. Und die nächste Chance wieder auf Seiten von Kalpa Kuopio. Vielleicht noch mal zum Abschluss der HC Davos. Dubois und Corvi kann die Scheibe nicht direkt annehmen. Ansonsten brandgefährlich. Es bleibt beim 0:1. Nach 40 Minuten. Ja, weiterhin Kalpa etwas besser in der Offensive. Lässt hier keine Gegentreffer zu. Und diese knappe Führung, die kann man momentan über die Zeit retten bis hierhin. Noch sind es 20 Minuten. Beide Teams 12:19 aus Sicht des HC Davos. Aber da ist tatsächlich noch alles machbar.
Chancen mehr als genug. Aber wieder Kalpa, immer wieder Kalpa in der Offensive. Jokinen auf Leskinen. Gima, Leskinen auf Lapalainen. Und sie machen es dem AC Davos hier unendlich schwer. Und wieder Anders Lindbäck. Die Zeit spielt natürlich im Laufe dieser Partie immer mehr eine Rolle. Will man hier doch noch wieder zurückkommen? Aber immer wieder Kalpa Kuopio. Lassen kaum eine Möglichkeit, damit die Davoser hier in die Offensive gehen. Sehr, sehr schweres Spiel, sehr, sehr unangenehmes Spiel für den HC Davos, die sich nicht so entfalten können, wie man das gerne hat. Aber noch sind etwas weniger als eine Viertelstunde zu spielen. Lindgren scheitert, aber Pistoni und wieder Gottler. Davos weiterhin Lindgren und da muss doch jetzt bald mal eine Scheibe rein. Ansonsten wird das wirklich ein Kraftakt für die Davoser. Die müssen jetzt bald den Treffer machen. Noch ist allerdings etwas Zeit. Den Pfiff. Tor erstmal aus der Verankerung und dementsprechend Bulli. Und das müsste eigentlich, wenn wir das richtig gesehen haben, Bulli in der neutralen Zone geben. Genauso ist es. Völlig richtig entschieden von den Unparteiischen. Und weiter geht's. Der HC Davos wieder in der Offensive. Unsagbar schweres Spiel. Kalpa Kuopio macht da wirklich alles, um die Offensive des HC Davos hier rauszunehmen. Und bislang tatsächlich mit Erfolg. Minuten noch. 8 Minuten, die lange, aber auch sehr kurz sein können. Je nachdem, auf welcher Seite man hier steht. Und wieder der Pfiff. Und dieses Mal vielleicht sogar zum richtigen Augenblick. Die Chance jetzt für den HC Davos. Möglichkeit genug. Zeit noch mehr als genug. Und da ist Nygren. Aber wieder. Kalpa Kuopio bringt den Puck hier raus. 1 Minute noch Lapalainen. Dann Kalpa wieder komplett. Jokinen. Jokinen und Lindbäck.
Klasse Schuss, klasse Save. Und eigentlich dieses Powerplay für den HC Davos. Es wäre wirklich schade, wenn man hier vorzeitig das Turnier verlassen muss. Otto! Das ist bitter. Eigentlich der HC Davos noch in Überzahl. Aber dann ein gut platzierter Schuss von Ryan Wilson. Und er macht das Tor sogar in Unterzahl. Und hier in der Vaillant Arena wird es ganz, ganz, ganz still. Auch wenn hier die Zuschauer trotzdem tanzen. Bitter, ganz bitter natürlich. 5 Minuten vor Ende. Und das 2:0 und noch eine halbe Minute Überzahl. Davos, die müssen jetzt alles nach vorne werfen. Pistoni, um hier noch mal ranzukommen. Abgelegt, Lindgren, Tor! Da ist es! Und man hätte sich eventuell diesen zweiten Gegentreffer sparen können. Und jetzt wird es hier noch mal richtig, richtig spannend. Jetzt ist noch alles wieder möglich. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Wohin wird das führen? Die Zeit ist da. Sind das eventuell die Kraftreserven? Sind das eventuell genau die Dinge, die man hier braucht? Pistoni. Viel Zeit darf man nicht mehr verlieren. Das wissen die Davoser auch. Können sie noch mal aufstehen? Nach dem Unterzahltor von Kalpakuopio. Rödin auf Dubois. Lange Scheibe nach vorne. Lindgren verpassen. Es gibt ein Icing. Und das ist auch wieder Zeit, die entsprechend fehlt. Aber trotz allem, der Kampf ist wirklich großartig. Und wieder der HC Davos. Eine Minute noch. Nochmal Davos. Sie drücken und sie probieren es. Gemeti. 45 Sekunden. Wann wird der Torhüter, der Gastgeber, hier dieses Tor verlassen? Mit dem nächsten Angriff ist wahrscheinlich Korvi. 35 Sekunden. Torhüter ist vom Eis. Davos mit 6 Feldspielern. Nygren. Und wieder Kottler. Was für eine Schlussphase, meine Damen und Herren. Unfassbar schön. Und unfassbar schnell. Aber sehr interessant. Macht tatsächlich Riesenspaß. Und schade natürlich für den HC Davos, sollte man hier ausscheiden. Und für Kalpa wäre es der Einzug ins Halbfinale. Visa, Dubois. Scheibe geht nochmal tief. Wilson wird da gleich festgesetzt. Und da kommt der 6. Feldspieler zu Hilfe. Corvi, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Sandell verliert den Puck an Gima. Und wenn jetzt die Befreiung kommt, das könnte die Entscheidung sein. Cantola auf Gröndal. Und das wird der HC Davos nicht mehr schaffen. Die letzten Sekunden laufen. Nygren, sie kommen nicht mehr rein. Das ist der Sieg für Kalpakuopio. Der HC Davos ausgeschieden. Ganz, ganz, ganz bittere Kiste. Und Glückwunsch an Kalpakuopio zum Einzug ins Halbfinale. Wie auch im wirklichen Spengler Cup. Dort haben sie sich allerdings direkt fürs Halbfinale qualifiziert. 2 Mannschaften hier bei uns sind noch mit dabei. Die Thomas Sabo Ice Tigers und Kalpakuopio. Team Kanada bei uns schon ausgeschieden, die ja weitergekommen sind. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wer am Ende bei diesem virtuellen Spengler Cup das Rennen macht.
klasse Partie von beiden Teams, 24 zu 16. Sie waren einfach im ersten Durchgang wesentlich offensiver. Und jetzt wissen wir, wie es weitergeht. Wir machen zum nächsten Spieltag. Morgen am 30. Dezember finden die Halbfinals statt. Und das wissen wir, gibt ja keine Spiele mehr. Simulation anhalten. Die Thomas Sabo Ice Tigers treffen im Halbfinale auf Kaipa Kuopio. Und der HC Ocelari Trinets trifft im Halbfinale auf HK Metallurg Magnitogorsk. Also, der virtuelle Spengler Cup kann morgen weitergehen. Und am Montag gibt es dann noch das Grande Finale. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.